Hallo und herzlich willkommen beim Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volkshorn JPE. Warte mal, bevor wir den wegfahren, nehmen wir uns jetzt wirklich erstmal noch den Grubber und machen schnell hier Feld 31, damit das dann bereit ist für die Saatmaschine. Da werden wir dann auch dementsprechend hier jetzt einen Feldarbeitskurs machen. Es ist ja kein Düngen und kein Säen. Deswegen ist es also dann nur das, was übrig bleibt, Feldarbeit. Auf Kurs 31 wollen wir gehen. Arbeitsbreite der Grubber hat 6 Meter. Wir schließen gerade mal, dass wir hier zurückschauen können. Der Grubber hat 6 Meter, das heißt, wir werden hier, ja, denke ich mal, 5,50 Meter dann einstellen. Hier ist gar kein Frontgewicht dran. Naja, gut, wird auch ohne gehen. Vorwärts fahren wäre wieder schön. So, jetzt nochmal. Können auch hier mal auf berechnen. 6 Meter und dann gehen wir eben hier ein bisschen runter. Startecke ist bei Feld 31 immer gewesen. Nordosten und nach Süden fahren. Nordosten und nach Süden fahren. Generieren. Na, wir könnten uns eigentlich einen Feldarbeitsordner erstellen. Oder wir erstellen uns einen Grubber-Ordner. Grubber. Und speichern den Kurs unter 31 Grubbern 6 Meter. So, und das da rein. Das heißt, wenn wir das Feld nochmal vom Cosplay grubbern lassen wollen und bis dahin keinen größeren Grubber haben, können wir da auf den Kurs wieder zurückgreifen. So, da endet er, da oben startet er, da müssen wir natürlich hinfahren. Nee. So, nochmal ein Stück zurück. Und starten. Da klappt er aus. Und fährt los. Wunderbar. So. Den können wir jetzt wegfahren. Der kann dann auch gewaschen werden. Danach die Kartoffellegemaschine wegstellen. Mal schauen. Ich glaube, mehr habe ich jetzt für den erstmal auch nicht zu tun. Aber bevor wir jetzt hier dann überhaupt großartig waschen und so, würde ich sagen, wir stellen den sogar nur zum Waschplatz, machen den Motor aus und springen in unser Mietfahrzeug, bevor die Miete da viel zu knapp wird. Derweil wir da eben natürlich noch ein bisschen Wasser auffüllen wollten. Wir sehen auch inzwischen oben Produktivität, eben nur noch die Kühe mit 44. Der Rest wird gar nicht mehr angezeigt, weil der eben angestiegen ist. Wir schauen mal hier, ja, 50%. Also auch die Getreidefrüchte haben 20% Produktivität dazugegeben. Jetzt können wir eben noch auffüllen Silofutter. Das wäre also eben Silage. Haben wir noch keine oder zumindest nicht viel. Haben wir auf dem Lager ein bisschen was drauf. Das könnten wir eigentlich eher dann mal in den Mixfeeder reinkippen, dass wir das haben. Und eben Wasser können wir noch auffüllen. Ja, gehen wir jetzt mal von aus, dass Wasser, Motor aus, dass Wasser auch noch mal 20% geben würde. Dann hätten wir Silofutter nochmal 20% und
Mischration fehlt ja auch noch. Also ich gehe von aus, Wasser bringt nur 10% und Silofutter und Mischration dann nochmal den Rest. So, jetzt muss ich hier mal schauen. Oh, nur noch 17 Minuten. Heieiei. Kann ich so? Nee, reinspringen kann ich da nicht. Springen wir so da rein. 17 Minuten, das ist natürlich jetzt, ja, ordentlich die Mietzeit verplempert. Aber wir wollen ja nicht mehr so viel machen, von dem her könnte es ja ausreichen. So, dann fahre ich jetzt hier die Hühner vorbei. Hier die Hühner, dann am Kuhstall. Dann fahre ich runter in Richtung Händler, bieg nach links ab, fahre bei den Masthühnern vorbei, dann auf dem Weg hoch bei den Schafen und dann können wir hinten zu den Mastanlagen noch fahren, Schweine, Rinder. Und wie gesagt, dann können wir natürlich auch noch... So, da haben wir schon drin. Dann können wir natürlich auch noch hier Kartoffelwaschanlage und den Kartoffeldämpfer befüllen. Und wir könnten auch die Eierlegestation noch befüllen, wenn wir da von der Zeit her noch hinkommen. Müssen wir da mal schauen. Hier wird natürlich ordentlich Wasser reingehen. Und dann sollte oben die Anzeige Kühe wohl auch weggehen, weil das geht ja dann auch nochmal 10% hoch. Und scheinbar wird hier nur eine Warnung gebracht, wenn es unter 50% ist. Das kann man sich einstellen. Ich weiß nur halt leider nicht mehr, wie viel Prozent ich hier wirklich genau eingestellt habe. Deswegen kann ich hier jetzt auch nur vermuten. Ja, die Frage, hier werden wir doch, bevor wir zu den Masthühnern und Schafen fahren, nochmal auffüllen müssen. Und im Zweifel tun wir lieber nochmal eine Stunde die Mietzeit verlängern. Wenn es dann doch knapp wird. Aber im Moment könnte es sogar noch ausreichen. Bei den Kühen ist sicherlich eine Station, wo mit am meisten hingeht. Wobei natürlich gut, hier Kartoffeldämpfer und so. Na komm, fahren wir noch ein Stück vor, dass der Schlauch da nicht so geknickt ist. Dieser Auffüllschlauch. Ja, wenn wir hier jetzt schauen... Die Legestation, da wären 10.000 Liter Wasser, der Kartoffeldämpfer 12.000 Liter, da wäre das Fass schon wieder leer. Der Dämpfer 3.000 Liter, also man könnte hier schon noch ordentlich Wasser verteilen. Schweinefutter ist natürlich nichts, klar. Da kommen dann nur noch die gedämpften Kartoffeln und Weizen oder Gerste rein. Ja, natürlich auch schade, dass der LKW hier nur 62 fährt und keine 80 bringt. Das ist so, ja, sag ich mal, schon so ein bisschen Manko hier drin. Und bremsen tut er auch ganz schön langsam. So. Zack, ist das voll. Dann, wie gesagt, bei den Schafen können wir auch ein bisschen was reinkippen. So, sind die auch glücklich. Dann auf zu den Mastanlagen. Ah, Case. Mal ein bisschen mit dem Verkehr kurz in die Quere gekommen. Läuft aber wieder. So, komm, gib Gas, gib Gas. Die Mietzeit
Die läuft hier gegen uns. Unsere schöne Mietzeit. Ja, und bei den Kühen, die Milch, die wird im Moment ja wieder automatisch verkauft. Da haben wir das Schild nicht aufgestellt. Hatte ich ja auch schon mal noch vor dem Neustart mal rumgefragt. Und da habt ihr größtenteils gemeint, ach nee, dann lass es doch automatisch verkaufen. So. Zack. Gut, dann können wir hier mit 12.000 natürlich die Waschanlage noch vollhauen. Dann reicht uns die Mietzeit doch dicke. Ist der Trigger scheinbar ein bisschen knapp gesetzt. Jetzt stehen wir drin. Mal sehen, mal wie es sich füllt. Habe ich also auf Permanent Update gestellt. Das hier auch schön beobachten können, wie es langsam voll wird. Ah, hier müsste natürlich auch Treibstoff rein. Aber da können wir uns dann wieder so eine Gitterbox holen und können damit ja dann, gehe ich eigentlich fest von aus, dann auch am vorwärts fahren, nicht rückwärts, uns dann am Hoftank Diesel rausholen und dorthin bringen. So, dass wir jetzt da nicht den Anhänger zwingend für benötigen. So, hier nochmal auffüllen. Das Wasser kostet uns nichts, deswegen lassen wir den gerade komplett voll laufen. Haben wir halt ein bisschen Wasser zu viel drin, was wir im Prinzip verschenken, aber wie gesagt, das kostet uns ja nichts. 10 Minuten Mietzeit haben wir noch. Und wir brauchen jetzt eben ja 11.000. Ach, wir können hier stoppen. 11.000 brauchen wir ja nur noch. Kartoffeldämpfer 3000, 8000, die Eierlegestation und dann haben wir alles mit Wasser voll, was Wasser braucht. Und dann dürfte die Zeit sogar noch reichen, um den zum Händler fahren zu können. Halt. Wasser, ey, ich wollte rückwärts, Wasser ist auf der anderen Seite. Ja, was hier ein bisschen verwirrend ist, aber andererseits, man könnte sich ja auch noch die platzierbare Kartoffelwaschanlage dazustellen. Denn hier haben wir natürlich immer noch das Symbol für die Paletten, aber auf der Map, zumindest bei den fest verbauten Sachen, kommen ja gar keine Paletten mehr raus. So, der Dämpfer war aber voll, ja. Ja, einmal rum. Um die Kurve kommt er doch recht gut. Also da hätte ich gedacht, wäre der Wendekreis größer. Ist das, lenkt da die hintere Achse vielleicht sogar mit? Nee, sehe ich jetzt nichts. Müsste man dann mal ein bisschen stärker einschlagen. Kann ich jetzt nicht erkennen, dass die mit einlenken würde. Also ohne Lenkachse hinten oder mit lenkender Achse, es ist ja keine richtige Lenkachse, die lenkt ja immer nur ein bisschen mit. Aber selbst ohne hier ordentlich nicht so weit. Ja. Der Bremsweg, der könnte ein bisschen kürzer sein. Ah, hier haben wir jetzt einen schönen Schlauch. Und da ist es voll.
Der Rest ist hier nichts mehr. Den können wir hier in die Walachei verteilen. Dass der wieder ins Grundwasser sickert. So. Und dann reicht die Zeit tatsächlich noch, um zum Händler zurückzufahren. Ja, und hier innen seht ihr im Display in der Mitte, da habt ihr eben auch nochmal eine Füllstandsanzeige. Da wird euch also auch nochmal schön angezeigt, wie viel ihr gerade hinten drin habt. Das ist sauschön gemacht und wir haben hier sogar eine Beleuchtung. Eine Displaybeleuchtung. Das Einzige, was ich jetzt noch ein bisschen schöner fänden würde, das ist aber dann auch wieder hier meckern auf sehr, 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 sehr hohem Niveau. Das wäre eben, wenn die Nadel der Anzeige auch leuchten würde. Dann würde man, glaube ich, noch ein bisschen schöner das zuordnen können, beziehungsweise eben das besser zusammenpassen. So haben wir eben, ja, eine dunkle Nadel auf dem hellen Untergrund, klar, das sieht man auch. Aber wer die Nadel beleuchtet, die könnte sogar durchgehend beleuchtet. Also auch hier tagsüber, da sieht man es nämlich generell ja auch nicht so doll. Also tagsüber dürfte die Nadel ruhig auch beleuchtet sein. Was aber dann vermutlich wieder nicht geht, weil es dann heißen würde oder dann eben das auch leuchten würde, wenn das Fahrzeug ausgeschaltet ist. So, wir tanken jetzt nicht. Bremsen. Wir zahlen hier beim Händler eben ganz normal, naja, 108 Euro für Diesel. Aber dann haben wir das hier rechtzeitig noch fortgekriegt. Der Puma ist auch fertig und da kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Bis dann. Ciao, ciao.